Willkommen Leute zu einer weiteren Folge mit den Anime-Karten, dem Format, in dem ich euch in jeder Folge 5 Karten zeige, die es bisher nur im Anime gibt, denn im Anime gibt es halt eine ganze Menge coole Karten, die es bisher nie ins Kartenspiel geschafft haben und es lohnt sich auf jeden Fall mal darüber zu reden und ich werde mich zunächst wirklich nur auf Karten fokussieren, die es nur im Anime gibt, die es wirklich gar nicht im TCG gibt. Denn es gibt auch eine ganze Menge Karten, die halt im Anime einfach nur andere Effekte haben. Aber die finde ich persönlich nicht so interessant. Mir geht es mehr um Karten, die es wirklich gar nicht im Kartenspiel gibt, weil die halt vollkommen neue, innovative Effekte haben. Und ich stelle mir in diesem Format die Frage, ob diese Karten halt wirklich das Spiel bereichern würden oder ob sie ihm schaden würden. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der ersten Karte. Heute beginnen wir mit einem Froschmonster und zwar mit der Karte Amphibian Angel Mythrock, die von Princess Rose im GX-Anime eingesetzt wurde, in der Folge 74, und die Karte ist ein Stufe 5 Wassermonster mit dem Typen Aqua und den Werten 1400-800, und bei Froschmonstern werde ich schon mal hellhörig, weil ich halt persönlich Palio spiele, aber der Effekt ist halt nicht ganz so nice, muss man sagen. Du kannst bis zu 3 Froschmonster als Tribut anbieten für die Tributbeschwörung dieser Karte hier. Diese Karte erhält Effekte basierend auf der Anzahl an Froschmonstern, die für sie tributiert wurden. Ein oder mehr, diese Karte kann nicht als Ziel für Angriffe gewählt werden, was schon mal ganz cool ist. Zwei oder mehr, wenn diese Karte als Tributbeschwörung beschworen wurde, zerstöre alle Zauber- und Fallenkarten auf dem Feld, ein sehr guter Effekt. Drei oder mehr, wenn diese Karte als Tributbeschwörung beschworen wurde, spezialbeschwöre so viele Froschmonster vom Friedhof wie möglich, die in diesem Duell bereits beschworen wurden. Das bedeutet, man kann quasi theoretisch extrem viel swarmen mit der Karte, aber Leute, du musst 3 Frösche haben. Und das ist halt in Palio schon mal so eine kleine Sache, das geht nicht so leicht. In einem reinen Froschdeck würde das vielleicht denkbar sein, aber ob die Karte wirklich so geil wäre, ich weiß ja nicht. Und die kostet auch die Normal Summon, ja. Das heißt, du müsstest quasi 3 Frösche rausbekommen und dann noch die Normal Summon haben. Und das ist halt schon relativ unrealistisch. Die Karte kann zwar Spell und Traps crushen, aber dafür braucht sie 2 Frösche, was halt auch wieder teuer ist. Und die kommen dann nicht zurück. Und was ein ganz großes Problem ist, Leute, die Frösche müssen in diesem Duell schon mal beschworen worden sein. Das heißt, du kannst damit nicht irgendwie irgendwelche Targets von Swap Frog raussuchen aus dem Grave und die Specialen, das geht nicht. Die müssen in diesem Duell schon mal auf dem Feld gelegen haben, quasi. Und das ist halt problematisch. Und auch so Karten, die beispielsweise gestrikt wurden oder gewarningt wurden oder so, die wurden ja nicht rechtmäßig beschworen, ja. Das bedeutet, wenn der Gegner beispielsweise einen Swap Frog von euch strikt und der auf den Friedhof gelegt wird, dann könnt ihr ihn später nicht wiederholen mit Mythrock, weil der ja nicht rechtmäßig beschworen wurde. Und das ist halt auch mal wieder so ein Problem. Was ich aber durchaus ganz nett finde, ist halt der Stall-Effekt, dass man quasi nicht als Ziel für Angriffe gewählt werden kann, aber auch da gibt es Besseres. Also die Karte ist relativ langsam und sie würde nur in einem richtigen Froschdeck Sinn machen und da wäre sie auch nicht gerade die beste Karte. Deswegen würde ich sagen, ist das eher so eine Fun-Karte, aber schade, dass wir die nie bekommen haben, weil unfair ist die Karte nicht und es hätte bestimmt ein paar Möglichkeiten eröffnet. Aber dieser Swarm-Effekt könnte interessant sein, wenn man ihn konstant rausbekommt. Die nächste Karte stammt aus dem Sexal-Anime und zwar aus der Folge 141 und die wurde eingesetzt von Nash gegen Don 1000. Und diese Karte ist eine normale Zauberkarte mit dem Namen 100 Summon und dem Effekt, wenn du 3 oder mehr Nummer 100 XXI-Monster kontrollierst, Spezialbeschwöre, ein Nummer 100 X-Monster von deinem Extra-Deck, X kann dabei die Zahl 1 bis 7 annehmen. Seine Effekte sind negiert, es kann nicht angreifen und es wird in der Endphase wieder ins Extra-Deck zurückgemischt. Und ich muss sagen, das ist ein unfassbar interessanter Effekt, ja? Die Karte ist immer dann tot, wenn ihr keine 3 Nummer 100 XXI-Monster kontrolliert und das ist halt schon mal extrem schwierig, weil es ist halt ultra teuer, muss man sagen. Und dann kann man quasi ein viertes dazu holen. Die Sache ist die, im Link-Format ist die Karte unspielbar logischerweise, weil es ist quasi unmöglich, damit quasi ein viertes Nummer 100 XXI-Monster zu holen. Das ist so unwahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber Leute, stellen wir uns das mal vor im Link-Format vor. Die Karte wäre einfach nur unfassbar teuer und die würde fast immer tot kommen. Ich finde es unfassbar lustig, dass es solche Karten gibt im Anime, weil das sind so klassische Eskalationskarten, ja? Die sind dafür da, einfach den finalen Schlag zu landen oder beziehungsweise das Duell richtig krass zu drehen und um irgendwie den Zuschauer weiszumachen, dass der Duellant, der die Karte eingesetzt hat, richtig heftig ist, weil er so viele Beschwörungen in einer Runde machen kann beziehungsweise so viel rausbekommt. Und das ist halt eine Karte, die im TCG absoluter Dreck wäre. Ich meine, wer würde die Karte einsetzen? Und die Sache ist die, das Xyz-Monster, was du beschwörst damit, hat kein Material. Das heißt, du musst dann quasi auch noch eine Rank-Up-Magic haben und das macht das Ganze nochmal etwas schwieriger. Und das ist halt nicht gerade Sinn der Sache, muss ich sagen. Also es gibt auf jeden Fall viel Besseres und das ist so eine Anime-Karte, die natürlich nur im Anime Sinn ergibt. Aber ich fand sie auf jeden Fall lustig genug, um sie mal hier zu erwähnen. Das ist eine klassische Eskalationskarte für den Anime, die es so im TCG niemals in ein Deck schaffen würde. Als nächstes haben wir noch eine Karte von Sexal und zwar die Karte Number 4 Stealth Kragen, die von Chironex eingesetzt wurde in der Folge 114, 115 und auch in der Folge 122, 123
Und die Karte ist ein Rang 4 XI-Monster mit der Eigenschaft Wasser und dem Typen Aqua und den Werten 1900, 1500. Und beschworen wird die Karte mit zwei Wassermonstern der Stufe 4, also relativ generisch. Und die Karte hat folgenden Effekt. Kann nicht durch Kampf zerstört werden, außer durch einen Kampf mit einem Nummernmonster. Das ist aber der ganz normale Standardeffekt von Nummernmonstern im Anime. Das ist irgendwie immer so, warum auch immer. Aber der Effekt geht noch weiter. Einmal pro Spielzug während des Spielzuges eines beliebigen Spielers kannst du ein Wassermonster auf dem Feld wählen, zerstöre das gewählte Ziel. Und wenn du das tust, füge dem Besitzer des Monsters Schaden in Höhe seiner ATK auf dem Feld zu. Wenn diese Karte zerstört wird, kannst du als Spezialbeschwörung so viele Number 4 Stealth Kragen oder Kragen Spawn von deinem Extra-Deck oder Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. Und wenn du das tust, kannst du die XI-Materialien, die an der Karte hier angehängt waren, an die Monster übertragen, die du dann gespecialt hast durch den Effekt. Das heißt, du kannst theoretisch mit der Karte hier ziemlich hart spawnen, wenn sie sterben sollte. Und du kannst sie halt auch selbst schießen, das geht alles. Und das wäre auf jeden Fall eine interessante Mechanik. Und theoretisch könntest du auch den Stealth Kragen schießen mit seinem eigenen Effekt. Und dann könntest du einen Kragen Spawn aus dem Extra Deck holen. Und der Kragen Spawn ist eine Karte, der quasi den exakt gleichen Effekt hat. Außer halt diesen Schutzeffekt mit dem Durchkampf zerstören. Das ist wie gesagt ein Privileg von den Nomad XI Monstern im Anime. Aber ansonsten ist der Effekt quasi exakt gleich. Und dann könnte man mit dem Kragen Spawn vielleicht noch irgendwas machen. Oder halt auch den Stealth Kragen wieder von Grave wiederholen. Was weiß ich, da gibt es auf jeden Fall interessante Kombos. Und ich denke, das wäre eine Sache, die ich mir im Spiel vorstellen könnte. Aber gegen Wasserdecks wäre das schon ziemlich böse. Zumal die Karte auch in der Runde des Gegners funktioniert. Und das ist halt immer so eine Sache. Also ich denke mal, das wäre eine durchaus nicht schlechte Karte. Und man müsste die Karte halt irgendwie hart removen, damit sie quasi nicht immer wieder kommt. Weil wie gesagt, der Kragen Spawn ist quasi exakt dieselbe Karte im Endeffekt. Und somit, naja, ist sie für den Gegner genau dasselbe Problem. Und mit dem Anime-Effekt, dass die Karte hier quasi immun ist gegen durch Kampfzerstörung, also der Stealth Kragen, da ist die Karte noch besser. Aber wie gesagt, das wäre im TCG nicht der Fall, weil das ist eine Sache, die nur im Anime vorkommt normalerweise. Dieser Schutzeffekt von den Nummernmonstern. Aber die Karte ist halt schon irgendwie was Besonderes. Ich würde mir die schon im Spiel wünschen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht sollte man sie irgendwie verändern, dass sie nicht so hart Anti-Wasser ist, weil so ist sie, glaube ich, ein bisschen ekelhaft gegen einige Decks. Aber auf jeden Fall ist das so ein XI-Monster, was es so noch nicht gibt, und das wäre mal eine vollkommen andere Mechanik. Und im Link-Format wäre das auf jeden Fall interessant, wie sich die Monster die ganze Zeit gegenseitig specialen können oder so. Das könnte durchaus zu einer coolen Mechanik werden. Die nächste Karte stammt allerdings auch aus Exal, und zwar die Karte Gimmick Puppet Scarecrow, die von Quattro eingesetzt wurde in der Folge 33. Und die Karte ist ein Stufe 4 Finsternismonster mit dem Typen Maschine und den Werten 800, 2000. Und dem Effekt, wenn diese Karte in offener Angriffsposition auf dem Feld als Ziel für einen Angriff gewählt wird, ändere diese Karte in die offene Verteidigungsposition. Dein Gegner kann keine anderen offenen Monster als Ziel für einen Angriff wählen. Und ich muss sagen, der Effekt ist zunächst mal extrem langweilig und nichts Besonderes. Solche Effekte gibt es ziemlich häufig. Aber Leute, ich finde es sehr interessant, dass wir hier schon wieder eine Vogelscheuche haben, ja? Denn scheinbar ist es eine Sache, die sich durch das gesamte Spiel zieht, die mir bisher noch gar nicht so richtig bewusst geworden ist, ja? Wir haben nämlich die Karte Eisenschrott-Vogelscheuche, die fängt Angriffe ab, einmal pro Spielzug. Und wir haben die Karte Flinke Vogelscheuche und die beendet eine Battlephase und die ist quasi ein etwas schlechterer Battlefader. Und das sind beides Vogelscheuchen und jetzt sehe ich diese Karte hier, die auch eine Vogelscheuche ist und die fängt auch wieder Angriffe ab. Also scheinbar ist es so eine Sache, die sich durch das gesamte Spiel zieht, beziehungsweise durch die gesamte Geschichte des Spiels. Und das finde ich immer lustig, weil es gibt ja noch mehrere solche Sachen, beispielsweise die Swallow and Warning Karten, da ist es ja eindeutig, oder auch so Sachen wie halt, naja, die Taifune, ne? Denn fast jede Karte, die Spell oder Traps wegräumt, ist in irgendeiner Weise ein Wirbelsturm. Ist halt so. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also ich finde es immer schön, wenn ich sowas entdecke. Und bei den Vogelscheuchen war es mir so noch gar nicht bewusst, weil diese Karte hier halt nie im TCG erschienen ist. Und ich vermisse sie auch nicht, weil sie ist halt nicht gut. Aber naja, das ist halt eine Karte, die bisher noch im TCG fehlt. Und deswegen ist es mir nie aufgefallen, dass diese Vogelscheuchen quasi immer für die Defensive stehen. Aber irgendwie lustig, oder? Ich frage mich, ob wir bald nochmal so eine Vogelscheuchenkarte sehen werden oder ob wir die Karte jemals bekommen werden. Weil dann könnte man diese Idee weiter extenden und vielleicht sogar mal eine richtig unfaire Vogelscheuche erfinden, die sehr, sehr krass stallen kann. Weil die flinke Vogelscheuche ist ja quasi etwas schlechter als Battlefader und deswegen fliegt sie häufig aus Decks, weil sie halt gerade im Link-Format etwas schlechter ist. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht vielleicht irgendwann mal eine etwas bessere Vogelscheuche gibt, die den Battlefader für immer ersetzen wird. Möglich wäre es, weil hinter den Vogelscheuchen scheinbar eine etwas größere Idee steckt, als man zunächst erwarten würde. Ich finde es aber auch lustig, weil halt die Vogelscheuchen im Real Life logischerweise Vögel abwehren sollen und hier wehren sie quasi Angriffe ab. Also das ist auf jeden Fall nicht so weit hergeholt, aber halt eine coole Idee. Deswegen wollte ich euch das mal zeigen, wenn mir das selbst persönlich noch nie aufgefallen war.
Doch jetzt haben wir endlich mal wieder eine Karte, die nicht aus Exile kommt, und zwar die Karte Attributbombe, die von Nightshroud gespielt wird im GX-Anime, Folge 174. Und die Karte ist eine Ausrüstungszauberkarte mit dem Effekt: Deklariere ein Attribut, wenn das ausgerüstete Monster mit einem Monster des deklarierten Types kämpft, dann füge deinem Gegner 1000 Schaden zu. Das heißt, man kann quasi sich ein Attribut aussuchen, das der Gegner hat, und dann kann man ihm quasi 1000 Schaden jedes Mal machen, wenn man mit dem ausgerüsteten Monster ein Monster des deklarierten Attributs angreift. Und das klingt erstmal relativ random und das wird auch normalerweise nicht so viel Sinn ergeben, aber mir fallen da einfach so ein paar lustige Sachen ein, beispielsweise in Kombination mit diesem Invoked-Vieh, also Pogatrio. Da könnte man theoretisch richtig krasse OTKs raushauen, weil der ja quasi jedes Monster angreifen kann. Und naja, Pogatrio ist ja eh schon für OTKs bekannt. Natürlich würde man das so in Invoked nicht spielen, ganz klar. Das wäre eher so eine Fun-Variante. Aber es gibt halt schon so ein paar Möglichkeiten von Monstern, die halt mehrfach angreifen können, um halt die Attributbombe so ein bisschen auszunutzen. Und ich glaube, da könnte man lustige Fun-Decks mitbauen. Deswegen finde ich es schade, dass wir die Karte nie gesehen haben, weil die ist so auf gar keinen Fall broken. Und wenn der Gegner jetzt nicht gerade ein Deck spielt, was halt nur auf ein Attribut geht, kommt die Karte halt auch tot, ne? Weil, naja, es gibt halt auch viele Decks, die mehr als ein Attribut haben. Und somit ist die Karte halt nicht allzu generisch einsetzbar. Es wäre also vielleicht als Side-Deck-Option für solche Fun-Decks denkbar, die halt Monster haben, die mehrfach angreifen können und vielleicht sogar sowieso mit Ausrüstungskarten spielen können, weil so könnte man theoretisch relativ interessante OTKs raushauen und das wäre mal was anderes. Deswegen ist es schade, dass wir die Karte nie bekommen haben, aber wie gesagt, wirklich spielstark wäre sie nicht und deswegen kann ich auch verstehen, dass wir die Karte nicht bekommen haben, weil sie halt nicht allzu beliebt wäre. Das war's aber auch schon mit der heutigen Folge Anime-Karten. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu den heute gesehenen Karten in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald mit der nächsten Folge. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr mir mal wieder Karten in die Kommentare schreibt, die ich mal hier erwähnen kann, die wirklich interessant sind. Weil es gibt gar nicht mehr so viele Karten, die da wirklich gut in Frage kommen. Viele Karten sind nämlich entweder zusammenhängend, das heißt, die müssten dann in irgendwelchen Special-Folgen präsentiert werden, oder sie sind einfach nicht interessant genug, weil sie halt einfach Effekte haben, die komplett austauschbar sind. Das ist leider bei vielen Anime-Karten der Fall. Und damit dieses Format noch eine Weile lang weitergehen kann, wollte ich euch mal ein bisschen fragen, welche Ideen ihr noch habt. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich jetzt nochmal bei meinen Patreon-Spendern. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen ein riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.